Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 mit dem SV Meppen und mit Toito. Servus! Ja, und letztes Mal waren wir dabei stehen geblieben, dass wir das erste Vorbereitungsturnierspiel gewonnen haben, aber wir haben auch jetzt noch 4 Mails im Kasten, weshalb wir da mal ganz kurz gucken müssen. Und wir kriegen Angebot für Jemai und für Holthaus. Oh. Ja, Jemai würde ich auf jeden Fall behalten. Also. Ja, da sehe ich auch keinen Bedarf. 21 Jahre jung und nee. Ja. Den Jungen haben wir lieb gewonnen. Dafür, so, Holthaus. Was haben wir denn? 12 Millionen, ne? Wer will? Ja, 7 Millionen, aber ich weiß nicht, wer das ist. Wir gehen erstmal in die Verhandlung. Genau. Angers SCO. Oh Gott, die kenne ich gar nicht. Aber wenn sie mit 7 Millionen schon einsteigen. Ja, eben. So, wir fangen an bei 12. Unsere, ja. Unsere Grundverhandlungsposition ist bekannt. Und sie steigen direkt aus. Okay. Ja, dann halt nicht. Da haben wir nicht so Not. So, 2 Nachrichten. Kleinsorge möchte mehr spielen. Ja gut, dann bringe ich ihn mal in dieser Partie, ist kein Problem. Ja, und Brand bedankt sich für das letzte Spiel. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir ein paar Tage weiter. Angebot für Detas, Paderborn. Den wollten wir verkaufen, ne? War das? Ja, weiß nicht, wir waren jetzt nicht in Not. Also wir konnten ihn jetzt theoretisch behalten, das könnten wir so arrangieren, aber wir könnten ihn auch verkaufen. Also wir haben ja jetzt 2 ZMs wieder. Ja. 2 Junge. Gut. Also ich hätte ihn jetzt verkauft. Also wenn wir den jetzt für was bieten sie? 400.000. Das ist schon über Marktwert und über dem, was ich verlangen dürfte. Also ich würde trotzdem 500.000. Ja, machen wir 500 draus, aber ich denke, mit Paderborn wird man sich einig. Denke ich auch. Weil dann haben wir Granatowski für 400.000, aus denen jetzt für vielleicht 400.000. Dann haben wir nämlich schon die 800.000. Ja, sie bleiben bei 400. Sollen wir 450 machen? Wenn dann 350. Was? Sie bieten? Wenn dann 350. Sie bieten 400. Ach, sie bieten 400? Ja. Ja, ach so, ja, nee, klar, dann 450, ne? Ja. Genau, war es ein klein bisschen daneben. Ja, siehst du, 450 für Detas, wären sie mit einverstanden. Und da hat man nämlich schon mal den rechten Verteidiger drin. Eventuell so ziemlich fast. Eventuell so ziemlich fast. Okay, alles klar. Ja, ich weiß Bescheid. Ja. Ja, nee, kein Ding. So. Da fehlt ja noch der Groß noch, ne? Der müsste ja auch nochmal, muss verkauft werden. Ja, genau. So, 2. Spiel. Wir werden ein bisschen durchrotieren. Granatowski darf sich mal ein Schaufenster stellen. Detas kommt heute mal rein. Van Linden kommt dann wieder später mit. Ich hätte nicht den Detas spielen lassen, sondern den anderen. Ja, de facto sind beides eine Halbzeitspieler. So. Also ich kann auch die anderen zuerst. Ach so, ja gut. Deren Ausdauerwerte sind ja so lala. So, ja. Kleinsorge wollte ich sowieso nochmal reinbringen. Ballmatt bleibt. Jeskaczewski kommt. Holthaus kann auch stehen bleiben. In der Verteidigung bringen wir zumindest mal den Vidovic gegen den Nuxoll so rum. Ja. Ja. Gut. Und Puttkammern packen wir mal, denke ich mal, ein. Heute mal für die Ersatzbank. Brand. Ja. Dann machen wir so. Gut, okay. Dann nehmen wir die Jungs mal so mit. Und auf geht's. Dann kann man Van Bergen im Zweifel immer bringen, wenn es ganz schlimm aussieht. Wolfsberger AC, das ist auch Österreich, erste Liga. Oh Gott, ey, guck. Wie kannst du das Trikot nur so verschandeln? Ja, die Hosen auch. Ja, das meine ich ja. Oh Gott. Also... Ja, aber die Ösis rennen ja alle so rum, ne? Ihre Tipico-Bundesliga oder so. So, dann wollen wir mal. Erstes Spiel haben wir schon gewonnen. Wenn wir das zweite Spiel gewinnen, dann sind wir gegen Sturm Graz eigentlich schon durch. Ja, das sollte dann passen. Dann haben wir zumindest erstmal schon mal etwas Geld. Richtig. Ja, geht stark. Schade. Da hätte ich ihn ja fast vorbeigeschmuggelt. So, wieder Eckenzeit. Aha. In die Richtung soll es ungefähr gehen. Oh, jetzt Gazeski hält zumindest erstmal den direkten Konter auf. Aber. Na, gut, okay. Dazu. Ja, gestern. Links raus, jawohl.
So, Holthaus mit viel Platz. Ah, Benny, zu früh gestartet. Zu früh gestartet, ja. Ja, der war einen Schritt schneller als ich. Sonst wäre das aber ein guter Pass gewesen. So. Das ist mal wieder Platz zu hinten. Ja, jetzt fehlt außen einer, rechts außen. Ja, da mag ich Brandt ein bisschen lieber, weil Brandt hat irgendwie die Eigenschaft, keine Ahnung warum, der zieht immer sehr gern mit nach vorne. Oh. Da hatte jemand Fuß dazwischen gehabt. Ja, das sind diese Eigenschaften, ja, Mittel hoch und sowas, defensiv arbeiten und sowas. Diese Arbeitsraten, ja. Genau. Genau, da hat Brandt dann wohl ziemlich hohe, also zumindest offensiv hohe Eigenschaften, weil da kommt er immer mal gern mit nach vorne. Ja. Jetzt wird es hier ein bisschen um Strafraum rum. Ah, Kleinsorge. Da stehen nur eng die Österreicher, ne? Oben in der Fünferkette. Fünfer auch? Ich habe jetzt eigentlich nur vier gesehen. Hätte ich gedacht. Ne, ich glaube, die haben eine Viererkette. Also ich habe gefühlt ein bisschen mehr Platz. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Doch. Ah, schade. Das dürfte aber abseits sein. Na, Seiten, hinten raus, geht auch. Ja, war auch abseits. Also zwei in einem. So, die Fans feuern uns schön an. Kann man nicht meckern. Jetzt mal. So, jetzt hast du Platz, jawohl. Oh, Giert, was kommst du denn so weit nach... Oh, ja, konnte ich nicht verarbeiten, ja. Was kam der Giert so weit raus? Der muss auch Zentrum stehen. Schade. So, und jetzt die Österreicher mal wieder. Hoch, weit. Oh, das ist, und da hat sich schon wieder erledigt. Ja, hoch und weit, das ist bei uns immer. Also das wirkt mal so ein bisschen einfallslos. Ah, schade, das sollte. Schlecht. Aber gleich den Ball wieder geholt. So. Oh, was geht denn da schon wieder? Der Giert nicht hin. Jetzt hat er ihn wenigstens. Naja, mal ein Torschuss. Ja, es ist noch nicht so richtig hier, das Spiel. Nur ein V-Spiel. So, dann legen wir das Ding mal erstmal außen rum. Und. Sorry. Du musst da oben lang spielen müssen, sonst verlierst du den Ball. Abseits. Ja. Ist jetzt halt noch nicht das der große Knaller jetzt hier. Nee, es ist so ein bisschen so Not gegen Elend. Boah, aber wir tun unser Bestes, um da mal so ein bisschen durchzukommen. Ich weiß gar nicht, wie weit war denn der jetzt vorbei. Boah, der war ziemlich knapp sogar. Schade. Wenn so einer mal reingeht, das wäre natürlich auch ganz nett. Naja. Sie ist ein starker Pass. Muss ich ganz, der Pass war nicht schlecht. Ja, da muss ich gewaltig aufpassen, was ich da treibe. Das ist so nix. Schnell sind die Österreicher, finde ich. Schnell sind die Österreicher? Mhm. Ja, sie haben halt auch 2 Punkte auf Antritt und Sprintgeschwindigkeit bekommen, unter anderem.
Das kann es natürlich erklären, ja. Tosender Beifall aus der Gästekurve. Mal ein Torschuss von dem Team gesehen. Und Halbzeit. Ja, dann mal schauen. Zweite Halbzeit kann ja eigentlich nur besser werden. Ja, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Das ist halt immer mal wieder die Geschichte. Wechsel kann ich noch so ein paar Minuten hinauszögern, ansonsten bringe ich dann Demai und Brandt dann gleich nochmal. Wolfsberg AC wechselt jetzt auch schon in der Halbzeit. Ja, was denn du hier? Wirft der mal. Das ist gefährlich. Gieß gut Guter Pass gehalten. von Gies. Was ist jetzt los? Oh Gott. Wahrscheinlich ein Freistoß gepfiffen oder so. Hey, kann er einen Vorteil laufen lassen? Ja, tat er jetzt überhaupt nicht Not. Das ist mal Platz hier mit dem Holthaus. Oh, Dortmund holt sich eventuell Goulam im linken Verteidiger. Könnten wir auch brauchen, oder? Ich weiß nicht, wie steht's um Schmelzer? Noch verletzt? Ich meine, den könnten wir auch brauchen Ach als so, linken den könnten Verteidiger. wir auch brauchen. Ja klar, wir können natürlich vieles brauchen. Alles noch nicht so richtig bedrohlich. Zeit mal ein paar Leute reinzubringen. So, Vandel Linden kommt rein, Demai kommt rein. Ach, Brand habe ich ja gar nicht mitgenommen. Das ist natürlich jetzt ungeschickt. Egal, kann ich auch noch lösen. Van den Buijs ist da ja noch mein Mann für die Außenbahn. So, und ja, Van Bergen möchte ich noch eigentlich erst recht spät reinbringen. Wenn es dann wirklich um die Kontersituation geht, um die 1-2 entscheidenden. Oh, jetzt schauen wir mal. Van Linden, Demai, oh, starke Demai. Drehung. Ja. Ah, ich komme aber nicht mehr zum Abschluss. Vor allem, wenn er dann so ins Leere schlägt, ist mal ganz gefährlich für die Muskulatur. Ja, Verletzungen, ja. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir das schon im Vorbereitungsturnier hatten. Gratowski, oh, jetzt kommen wir langsam mal immerhin ein bisschen mehr Dampf nach vorne. Aufs Tor, ja. Ah, gut gerettet. Oh shit, voll ins Leere. Mist, 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 das wäre Jetzt jetzt wird's knapp. gefährlich. Ja. Da habe ich einen Timing-Fehler gehabt, ey. Das kann mal genickbrechend sein. Oh, scheiße, ich habe den auch entgegengeholt. Ich habe den entgegengeholt. Ich habe den rangeholt. Mein Gott. Meine Güte, Junge. So, jetzt aber extra auf aufgepasst, dass der entgegenkommt. So. Ja, spielen wir erstmal aus Sicherheitsgründen ein bisschen länger. Ey, so ein Gegentor brauche ich echt nicht. Ja, das kann ich mir getrost schenken. Oh, Kleinsorge! Nein! Aluminium-Pech. Oh, shit. Und da waren Beine dazwischen. So, 75. Minute. Dann wird es jetzt noch Zeit für den letzten Wechsel. So.
Ich will hier die 3 Punkte kriegen. Blöd nur, dass meine Taktik jetzt nicht funktioniert, weil ich Demai vorne ja, drin das habe. nicht mehr drin, ja. Alles klar, trotzdem kommt der Ball auf Demai. Das war nicht so geplant. Ja, der macht jetzt da Dampf. Mal aufpassen hier. Gott, was? Gott, wie jetzt nicht nochmal. Startdrehung. Na, ja. Mist, da war gerade die Grätsche, sollte keine Grätsche sein, aber eigentlich die Flanke. Aber ein Satz mit X, das war wohl nix. Ah. Ja, gegen Boden wird es dann schwer. Schön aufgepasst. Eng da unten. Ja. Ja. Kann man mal probieren. Ja, wieder einer zwischen. Ja, die Österreicher machen mir das echt sehr schwer, das Leben. Ups, so sollte er dann nicht kommen. Echt unpräzise diese Ecke. Ein Boomerang. So, jetzt vermerken, komm. Ah. Ja, der Junge kriegt dann nie Druck hinter den Schüssen, keine Ahnung. So, das ist letzter Angriff sein. Ah, Mist, knapp. Was dann? 0-0? Ja. Das war's. Torlos unentschieden gegen Wolfsberger AC. Schwach. Jetzt müssen wir gucken, was die Konkurrenz so gemacht hat. Ja, Grasmus van Bergen, das war eigentlich die theoretisch entscheidende Szene. Dafür hatte ich ihn da eigentlich reingeholt, dass er solche Dinger dann vielleicht auch nochmal macht. Naja, okay, so, was haben wir denn zu bieten? Obwohl, es sieht eigentlich tatsächlich recht gut aus. Wenn mit dem Unentschieden sind wir weiter gegen Graz. Ja, das Graz ist auf jeden Fall. Gut, also so katastrophal sieht es nicht aus. Gucken wir mal, wir haben eine Mail bekommen. Angebot für Jeska Zewski. Ne, den kann ich nicht verkaufen, beim besten Willen. Da habe ich keinen. Das geht nicht. Lieber KSC. So, ein paar Tage weiter. Gratowski ist verkauft. Sehr schön. 190 kriegen gut geschrieben. Und für einen Ballmotten angemohnt. Richtig. Eine Million. Hm. Von Lautern, okay. Boah, das ist aber schon stark. Ja. Ich weiß nicht. Dann müsste ich halt, ja, okay. Würde ich aber nicht machen, das bringt mal, uns nicht. Ja, mal abgesehen davon, dass ich sowieso verzögern müsste, dann müsste ich mir diese Detas-Geschichte dann nochmal über den Haufen werfen. Nee, lass das. Okay. Das ist keiner, den wir unbedingt verkaufen wollen, und das ist keine Summe, wo ich sage, okay, scheiß drauf. Ja, es war das Doppelte vom Markt. Drei neue Spieler von holen. So, Detas ist auch weg. Sind so, müsste sich ja ein bisschen was jetzt wieder bei uns im Transferbudget getan haben. Richtig, sind bei 500.000. Da haben wir schon eine halbe Million wieder. Ja, muss ich jetzt aber wieder ein bisschen umtaxieren. Ohne Gehaltsbudget. Ja, da muss ich ein bisschen umtaxieren. Ja, so ungefähr 5.000. So. Aber ja, es ist zumindest mal wieder was da. Genau, also jetzt könnte ich ja zumindest, jetzt scheitert zumindest nicht daran, einen Jugendspieler zu holen. So. Dann müssen wir jetzt hier umstellen. Oder bin ich jetzt schon an dem Tag? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, doch, sind wir soweit. Okay, dann müssen wir ein bisschen umstellen. Van Bergen kommt heute natürlich wieder von Anfang an rein. Niederlage kann ich mir jetzt nicht erlauben. So, dann hier kann jetzt mal Ballmatt mal eine Pause kriegen. So, vorne passt das, rechts. Ja, Jeska Zewski. Ich muss auf jeden Fall den Brand heute mit einpacken. Das geht nicht anders. Nuxol ist ein bisschen platter, aber das geht eigentlich auch noch.
So, Gießer hat ein paar Spiele gespielt, kann ich mir einen Blockmann ins Tor stellen. Ja, ich denke, so könnten wir eigentlich los. Ja. Obwohl ich nehme den Vidovic mit, ist mir gerade irgendwie lieber. So. Gut, dann können wir wieder reingehen. Jetzt in das So, letzte gegen Gruppenspiel. Graz. Um. Ja. Das Weiterkommen in der Gruppe. Ja, komm, Punkt holst du hier schon. Gott, noch so ein Trikot. Gott, diese Ösis. Hey, sollen sie mal bei den Italienern ein bisschen was abgucken in Sachen Mode? Das ist ja unfassbar. Boah. Gut, okidoki, dann können wir loslegen. Ja. Sturm Graz, Punkt muss her, aber Punkt sollte eigentlich auch drin sein. Ja, es wäre schon schön, wenn wir vielleicht Gruppenerster werden. Ja, vielleicht den Oh, jetzt schwächeren stolpert. Gegner Ja, im jetzt stolpert er von Halbfinale. hinten. Ja, das stimmt. Das wäre jetzt noch der Anreiz. Ah, Mist, der sollte sowieso auf regiert. Also. Falscher Adressat noch draufgeschrieben. Nee, den Verteidiger hole ich da jetzt nicht raus. Husbeck. Schubert. Starker Ball. Stöger. Oh, Schubert. Blockmann. Ei. Ja, Graz will schon sagen hier. Hallo Jungs, wir haben Bock zu gewinnen. Na gut, das war jetzt nix. Ja, steht noch offensiver, finde ich. Gerade nur Dreierkette hinten, oder? Na, wenn ja, dann werden sie es gleich bereuen. Ach, wieder ein Fuß dazwischen. Oh! Boah. Mein Gott, kann der Junge nicht schießen? Ja, aber mit dem linken und dann auch noch 10 Meter am Tor vorbei. Ey, ich fasse es nicht. Erste gute Chance, tatsächlich, die Grazer spielen mit der Dreierkette. Also jetzt haben wir tatsächlich jede Art von von Abwehrformation haben wir jetzt einmal durch. Fünferkette, gleich am Anfang gegen Chemnitz, Viererkette gegen Wolfsberg und heute die Dreierkette. Bedeutet natürlich offensive Brandgefahr. Ja, aber dafür ja natürlich anfällig für unsere schnellen Außen. Definitiv. Da muss ich jetzt kann man so ein bisschen Doppelpassspiel machen. Das ist gerade nicht anders möglich. Boah. So, siehst du, und schon ist nämlich die Abwehrkette komplett ausgehebelt. Und Steinher, ja, das war jetzt nur ein Schenken. Aber ich war schon Brauchst du gerade. es eben von denen stehen lassen und dann hast du nur noch zwei und dann ist Genau. es. Das ist tödlich. Aber ich habe gerade Angst gehabt, weil wo er gegrätscht hat, da habe ich schnell den Van Bergen verletzt gesehen. Wo er da die Das Sense rausgeholt hat, schön. ey. Aber eigentlich, dass es ja vorbeidrücken konnte, das gucken wir uns nochmal an. Ja, da konnte er noch gerade so an der Grätsche vorbeiziehen, ey. Eieiei. Na gut, für Steiner dann jetzt nicht das Problem mehr. Gut, frühe Führung, kann man mal mitarbeiten. Hatten wir auch schon seit längerem nicht mehr eine vernünftige frühe Führung. Und direkt wieder Ballverlust. Ja, aber schade. Nicht konsequent genug von mir durchgespielt. Husbeck. Oh, setzt hier durch. Wieder zu unpräzise. Noch so eine Geschichte, die mich mal interessieren würde. Was hat wohl ein Giert um Kurzpassspiel? Brauchst du, muss man nachschauen. Ja. Jetzt ist mir gerade verständlicherweise vielleicht nicht gerade danach. In der Halbzeit gucke ich das mir mal an. Das ist mir so mal mein Gefühl, so 50-50-Angelegenheit ist das immer, ob der Pass von Giert ankommt oder nicht auf die Außen. Ja. Wieder so eine dämliche YouTube-Meldung, ey. Mein Gott. Bin ich noch bei Mo eingeloggt? Weiß ich nicht. Das kann durchaus sein, ich habe vorhin noch ein paar Folgen hochgeladen. Oh, shit. Da war einer dazwischen. Nimm aufpassen. Lovric. Schubert. Rausgelegt. Husbeck. Schubert. Dzeko. Stöger. Daneben. So, und ich mache ganz kurz diese dämliche Meldung hier weg. Die geht mir auf den Senkel. Kann kein Mensch mehr spielen.
So. Deswegen habe ich so eine Desktop-Benachrichtigung grundsätzlich ausgeschaltet. Ah, nee, grundsätzlich ist es ganz nützlich. Ne, finde ich überhaupt nicht. Nee, nervt wie Sau. Ja, gerade jetzt mit dem offensiven Pressing bringen die mich ein bisschen in Verlegenheit. Schubert. Ja, offensiv ist es halt, rechts außen ist jetzt alles frei bei denen. Komm, zwischenhauen, Jungs. Wenn du halt. Das ist Oh. natürlich dann brandgefährlich hier alles. Ja. Boah, jetzt befinden wir uns auch in der richtigen Sturm- und Drangphase von Graz. Röcher. Ja. Plockmann. Also merkst du, hast du mal einen richtigen Gegner so langsam. Ja, können wir uns so ein bisschen auf Bundesliga-Niveau einstellen. Ach, schade. Ah, von Bergen relativ schnell auf den Beinen. Ja, konnte ich nicht mehr rüberlegen. Oh, aufpassen, Ball festmachen. Ah, schade. Und Stöger. Schubert, jetzt müssen wir aufpassen. Kontermöglichkeit vielleicht. Da steht die Innenverteidigung felsenfest. Boah, Diego fast dazwischen. Leukers holt dieses Ding und ey, Das muss aber verletzt. gepfiffen werden, Ja, ja. der Verletzt. schreit, ja. Da gibt auch direkt, kommt Schiedsrichter an, das dürfte wohl eine Karte geben. Aber ganz üble Aktion. Ja, zu Recht auf jeden Fall gelb. Leukers hat sich jetzt ein bisschen wehgetan, er könnte aber noch wieder auf die Beine kommen. Habe ich noch Hoffnung. So, erstmal den Schützen hier wechseln. Ich brauche den Claes. Das ist unser Freistoßschütze. So, und dann muss ich jetzt mal in eine andere, na, so, andere Richtung gehen. Sichtmodi. Oh, Spendelhofer. Fahr zwischen. Jetzt van Bergen. Flanke nochmal. Abgefangen. Van den Bries. Schade. Und Halbzeit. So, müssen wir. 1-0 geht erstmal. Man muss mal gucken, was mir natürlich jetzt Gedanken macht. Ja, Leugas ist Sonst hätte ich angeschlagen. Neugier. Gut, da müssen wir jetzt wechseln. Das heißt, Van der Linden kommt rein. Ich glaube, Van der Linden war der defensivere Part. Genau, ZM, ZDM. Dann geht jetzt. Okay. Was? Dribbling? Nee. Was war? Was wolltest du wissen? Beim Giert wolltest du doch irgendwas gucken, was du Ach, schon gesagt hast. Passspiel, genau. Passspiel war das. Giert, Passspiel, Kurzpassspiel, 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 61. Okay, Geht so, macht sich schon bemerkbar. So, dann bringen wir nochmal einen frischen Verteidiger. Jetzt Gazeski ist ein bisschen durchgepowert. Ja, und dann lassen wir es erstmal so. Später bringe ich wahrscheinlich Ja. noch Demai für Claes und formatiere dann irgendwie ein bisschen um. Dann drehen wir das ein bisschen uns zurecht. Gut, aber ansonsten 1-0 Führung. Das sieht gut aus. Wir müssen das halt nur weiterhin diesen Offensivpower von Graz anhalten, standhalten. Ja, doch führen wir ja 1-0, das ist ja nicht ganz so schlimm. Hätte ich vielleicht hochspielen dürfen. Wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Ey, jetzt zwei hintereinander verlorene Kopfballduelle. Das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Die beiden Kopfballduelle, dass ich da zwei Stück hintereinander verloren habe. Ah, und Graz ist ja da. Stöger. Ausgleich. Ja, hier muss ich dann mit Funbury rausziehen. Vidovic war da nicht richtig am Mann dran. Oder nee, wer war es? Herkes war das. Ja, Abwehr hatte da auch schon Auflösungserscheinungen. Ausgleich. Naja, dann jetzt nochmal eins nachlegen. Ja, sind Es jetzt. reicht ja auch so zum Weiterkommen. So verlieren wäre halt vielleicht nicht so schön. Jo. Jawohl. Auf Kommando. Giert. Hat jetzt auch mal wieder getroffen. Also schon ein ganzes Weilchen her, dass er das letzte Mal getroffen hat. Obwohl, in der dritten Liga war er tatsächlich der Torschützenkönig geworden. In der zweiten Liga Topscorer wurde er. Hat er tatsächlich 11 Vorlagen Okay. gemacht.
Und auch heute trifft Ist er. auf jeden Fall immer gut dabei. Ja, das stimmt. Also wichtiger Mann für uns. Lief also nicht schlecht jetzt. Ja, flach vorbeigelegt. Kann man nicht meckern. So, Führung ist wieder da. So, Ballgewinn. Oh, Herkes. Schubert, rausgelegt auf Fußback. Oh, Van den Linden dazwischen, erstmal Einwurf. Oh, Wechsel nochmal. Muss man auch mal überlegen, ja, Clays ist jetzt ein bisschen durch. So, dann kommt Dema jetzt rein und dessen Position werden wir jetzt ein bisschen anpassen. So, dann geht er in zentral offensiv Mittelfeld und ich traue ihm das noch ein bisschen mehr zu als Giert. Das machen wir so. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ah, schlampiger Pass. Jetzt Röcher, weitergelegt auf Diego und der hat zu viel Platz, aber schlechtes Abspiel. So, und Demai. Giert, ah, schade. Und nächster Wechsel. Offensiv nochmal, kommt neuer Stürmer bei Graz. Und abseits, schade. Ja gut, müsste jetzt, wer gerade müssen jetzt natürlich nochmal was Frisches vorne bringen, wenn du das hinten liegst. Ja klar. Das würde ich nur eine Richtung geben. Hast halt den Nachteil, du kannst halt dann keinen Verteidiger rausnehmen. Ja, wenn du sowieso bloß mit Dreierkette spielst. Ja, das stimmt. So, Ecke. Jetzt habe ich tatsächlich auch nochmal den Git dabei. Oh, jetzt kommt der so spitz. Ja, das. Die Präzision der Ecken. Oh, so eine Sache. Müssen wir aufpassen. Da unten, genau. Holthaus. Schön aufgepasst. So, jetzt nochmal, oder? Na, oder dennoch, ja. Herkes. Oh, fast tödlich abgefälscht. Eieiei. Gibt dann nochmal die Ecke. Na, habe ich mir jetzt nicht geschafft zu lösen vom Verteidiger. Ja, bald bleibt ja heiß. Stein hier nochmal, abgefangen, Holthaus. Holthaus, keine Flagge. Na, ja, war eine flache, aber kam nicht. Nee, drauf. Flach war schon richtig. Ja, ja. Hochwert wahrscheinlich. Blöd, oh, jetzt gefährlich. Kleine von uns drinne. Ja, jetzt wird's. 4 gegen. Nochmal kritisch. So, jetzt Holthaus Platz. Jetzt ist richtig viel Platz da. Ja klar, da kommen jetzt auch nicht mehr viel nach hinten von denen. Oh. Dieses brutal frühe Pressing. So, endlich habe ich mal den freien Mann gefunden. Mein Gott. Oh, den oh, Scheiße. Verstolpert den. Schade. So, taktikmäßig werde ich jetzt natürlich noch ein Stückchen nach hinten rücken. Ja, 5 Minuten noch. Oh, wieder so eine Ballannahme. Aber gerettet. Na, schade. So, Powell, aber
Also das Weiterkommen scheint jetzt zumindest gesichert. Zwei Tore wären jetzt ein bisschen. Ja, Sieg war natürlich schön. Aber zumindest sind wir weiter, ja. Oh, krieg den Ball nicht weg. So, das war's. So. Ja, da kommen immerhin. Ja, ich muss ja schon sagen, also wir hatten ja eingeplant 7 Punkte, so. Ich hatte gedacht, gegen Graz können wir es liegen lassen. Jetzt haben wir gegen Wolfsberger irgendwas da li was liegen gelassen, aber das ist jetzt Fakt eigentlich auch nicht weiter schlimm. Erster geworden und dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Eine Parallelgruppe sieht aber auch ziemlich mau aus. Oldham Athletic. Ja gut, FC Zürich wäre jetzt natürlich nicht so witzig. Johnstone. Das ist bestimmt Irland oder so. Battlesburg. Ja, genau. Also Oldham Athletic und Sturm Graz und wir gegen Johnstone. Okay, gut zu wissen fürs nächste Mal. Ansonsten haben wir noch 3 Mails. Turnierpreisgeld. 430.000 erstmal, die es für Hört schon Gruppenphase mal gibt. 430.000 oder was? Ja, Ein gut. Spieler verletzt. Ah, verstauchtes Knie, 3 Wochen. Ja, gut, könnte schlimmer sein. 3 Wochen, naja, gut, das geht. Und Puttkamer möchte mehr spielen. Okay, da haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal gut was zu tun. Als nächstes geht es dann im Halbfinale gegen Johnstown. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir dann durch für heute, ne? Genau. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal da wieder mit am Start seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Bum, 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit.